Fischlein deck dich. Vor Jahren lebte einmal in einem Dorfe ein armer Schneider. Der hatte 3 Söhne. Eines Morgens rief er sie zu sich und sagte: Ihr wisst, meine Söhne, wir sind arm. Die Kunst meiner Nadel verdient uns kaum ein Stückchen Brot. So muss unsere brave Ziege, die gute Liesel, uns alle zusammen mit ihrer Milch ernähren. Deshalb muss sie auch ihr gutes Futter haben. Ihr seid nun groß genug, sie auf die Weide zu führen. Jeden Tag muss sie einer von euch hüten. Du, mein ältester Sohn, sollst gleich heute beginnen. Ja, Vater, ich tu's gern. Aber gib Acht, dass sie auch die besten Kräuter findet und satt wird. Ja, ich will sie an die Mauer des Pfarrgartens führen. Da stehen die schönsten Kräuter. Da ging er mit der Ziege hinaus und ließ sie den ganzen Tag fressen. Und als der Abend kam, da fragte er sie: Ziege, sag mir, bist du auch satt? Mäh, oh, ich bin so satt, ich mag kein Blatt. So führe ich dich nach Haus in den Stall. Komm, Liesel. Der Vater wartete schon an der Tür und fragte: Mein Sohn, hatte die Ziege auch ihr gehöriges Futter? Ja, Vater, sie ist so satt, sie mag kein Blatt. Nun, das glaube ich erst, wenn ich sie selbst gefragt habe. Liesel, du gutes Tier, sag, bist du auch wirklich satt? Mäh, mäh, wovon soll ich satt sein? Ich sprang nur über Gräblein und fand kein einzig Blättlein. Mäh. Da, Bursche, hast du gehört, was sie gesagt hat? Sie ist nicht satt. Du Lügner, du hast dich herumgetrieben und das brave Tier hungern lassen. Dafür sollst du die Elle spüren. Da, da, da. Au, 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 au. Und nun scher dich fort, wohin du willst. Ich möchte dich nie wieder in meinem Haus oder im Dorf sehen. Da sprang der Junge davon. Am nächsten Tag führte der zweite Sohn die Ziege zur Haselhecke, wo die frischesten grünen Blätter standen. Und die Ziege fraß sie alle ab. Als es dunkel wurde, fragte er: Liebe Ziege, sag, bist du wirklich ganz satt? Schneidersohn, ich bin so satt, ich mag kein Blatt. So komm nach Haus und gib uns auch genügend Milch für meine Mühe. Als die Ziege nun im Stall stand, kam der Vater und fragte: Mein gutes Tier, bist du heute satt? Wovon soll ich satt sein? Ich sprang nur über Gräblein. Ich fand kein einzig Gräslein. Da geriet der Schneider in großen Zorn und jagte den Jungen aus dem Haus. Am nächsten Tag ging er mit dem jüngsten Sohn in den Stall und sagte: Ich hoffe, du wirst deine Sache besser machen. Ja, Vater, ich will die Ziege auf die Waldwiese führen. Da gibt es würzige Kräuter und fettes Gras. Sie soll endlich einmal satt werden. Komm, Liesel, du gutes Tier. Wir wollen ganz früh fortgehen, damit du den ganzen Tag fressen kannst. Da führte er die Ziege hinaus und suchte für sie unermüdlich die Plätze, wo die üppigsten Kräuter standen. Und als der Abend kam, sagte er: Liebe Ziege, sieh nur, die Sonne ist untergegangen, es wird kühl. Es ist Zeit, in den warmen Stall heimzugehen. Aber sag, bist du auch wirklich satt? Ich bin so satt. Liesel mag kein einzig Blatt.
Aber als der Vater im Stall fragte, Ziege, bist du heute endlich satt? Da antwortete das boshafte Tier, Mäh, wovon soll ich satt sein? Ich sprang nur über Bächlein und fand kein einzig Kräutlein. Mäh. Was, du Bursche? Auch du hast das gute Tier hungern lassen. Oh, welche Lügenbrut! Einer so pflichtvergessen und gottlos wie der andere. Meine gute Elle, ist mir zu schade, dir damit das Fell zu gerben. Scher dich fort und lass dich nie wieder blicken. Nun war der Schneider mit der Ziege allein. Am nächsten Morgen liebkoste er sie und sagte, Komm, liebes Tierlein, ich will dich selbst zur Weide führen. Da kannst du dich endlich einmal nach Herzenslust satt essen mit Blumenklee und Löwenzahn und Hahnenfuß. Als der Abend kam, da sagte der Schneider, Nun, meine gute, brave Liesel, bist du auch satt? Schneiderlein, ich bin so satt, ich mag kein einzig Blatt. Da führte er sie in den Stall, streichelte ihr übers Fell und sagte, Nun, mein gutes Tier, nun bist du endlich einmal wirklich ganz satt. Wovon soll ich satt sein? Ich sprang nur über Äckerlein und fand kein einzig Blümelein. Was? Nicht satt? Du hast doch den ganzen Tag gefressen. Oh, du boshaftes, schändliches Tier. Wegen dir habe ich meine braven Söhne fortgejagt. Aber warte nur, du sollst die Peitsche fühlen wie nie eine Ziege zuvor. Da sprang die Ziege mit großen Sprüngen davon. Nun saß der Schneider allein da, und niemand konnte ihm sagen, wo seine Söhne hingeraten waren. Der Älteste war zu einem Schreiner in die Lehre gegangen. Als seine Zeit um war, sagte der Meister zu ihm, Du hast immer fleißig gearbeitet und gelernt. Deshalb will ich dir zum Abschied dies kostbare Tischlein geben. Aber es ist doch ein ganz gewöhnliches Tischlein. Oh nein! Pass einmal auf, was geschieht, wenn ich sage, Tischlein, deck dich! Oh, unglaublich! Da deckt es sich von selbst mit einem weißen Tüchlein. Und Tellern und Schüsseln mit Gesottenem und Gebratenem und einem Glas von rotem Wein. Siehst du, es gefällt dir. So nimm es. Es gehört dir und gehorcht dir genauso wie mir. Oh, ich dank euch, Meister. Lebt wohl. Nun brauche ich mich nicht mehr zu sorgen, ob ein Wirtshaus schlecht oder gut. Für heute und für morgen, für mein Lebtag hab ich genug. In Feld und Wald und Wiesen, zu jeder Tageszeit, steht mir der beste Bissen, der beste Trunk bereit. So wanderte er lustig durchs Land. Aber bald dachte er, ich will zu meinem Vater zurück. Wenn er das Tischlein deck dich sieht, wird er mich gewiss gern wieder aufnehmen. Auf dem Heimweg kam er abends in eine Herberge, wo schon viele Gäste waren. Sie saßen vor einem spärlichen Mahl und murrten über die Knauserigkeit des Wirts. Als der Schreinergeselle das sah, da rief er, Seid alle meine Gäste! Ihr sollt ein Mahl haben, so gut wie keiner von euch es je gegessen hat. Setzt euch nur an mein Tischlein. Und nun, passt auf. Tischlein, deck dich. Nun, was sagt ihr? Oh, Braten! Schinken! Käse! Wein! So langt nur zu, meine Freunde. Wenn eine Schüssel leer ist, so steht gleich eine neue an ihrem Platz. Trinkt, auf euer Wohl!
Der Wirt stand in der Ecke, sah mit gierigen Augen auf das Tischlein und dachte, ach, das wäre etwas für mich. Einen solchen Koch könntest du gut brauchen. Ich muss mir das Tischlein beschaffen. Den einfältigen Burschen werde ich schon überlisten. Halt, ich weiß auch schon, wie ich es anstelle. Ich habe in meiner Rumpelkammer ein Tischchen, das genauso aussieht. Er wird's nicht merken, wenn ich's vertausche. Ich werde bald ein reicher Mann sein. Indessen lachten und tranken die Gäste. Sehr spät in der Nacht ging der Schreinergeselle zu Bett und ließ das Tischlein sorglos stehen. Da führte der Wirt seinen hinterhältigen Plan aus. Am nächsten Tag zog der Schreinergeselle mit dem falschen Tischlein weiter. Zu Mittag kam er bei seinem Vater an. Der lief ihm entgegen und rief, Mein Sohn, wie freue ich mich, dass du wieder da bist. Sag, was hast du gelernt? Das Schreinerhandwerk, Vater. Und ich habe dir auch etwas Kostbares mitgebracht. Dies Tischchen. Was? Dies gewöhnliche Tischchen? Es ist ein Tischlein, deck dich. Wenn ich sage, deck dich, so stehen gleich die herrlichsten Speisen darauf. Ladet nur alle Freunde und Verwandte ein. Sie sollen sich einmal erquicken. Als nun aber alle Gäste hungrig und neugierig versammelt waren, da regte sich das Tischlein nicht und blieb so leer wie jeder andere Tisch. Und ihr werdet verstehen, der arme Schneidergeselle schämte sich sehr. Der zweite Sohn war ein Müller geworden. Als seine Lehrzeit zu Ende war, sagte sein Meister, Du sollst für deinen Fleiß diesen Esel haben. Was? Nur einen Esel? Es ist kein gewöhnlicher Esel. Es ist ein Goldesel. Wenn du sprichst, Brick Lewitz, so speit er dir Goldstücke aus, von hinten und von vorn. Das ist ja ganz wunderbar. Ich dank euch, Herr. Nun brauche ich nicht mehr zu sorgen, ob mein Beutel voll oder leer. Er ist ja heut so wie morgen, mein Lebtag immer schwer. Nun will ich zurück zu meinem Vater. Er wird mich gewiss mit Freuden aufnehmen. Nun traf es sich, dass er auf dem Heimweg in die gleiche Herberge kam wie sein Bruder. Der Wirt stand in der Tür und sagte, Guten Abend, Geselle. Geht nur gleich in die Wirtsstube. Ich will euren Esel schon versorgen. Gebt euch nur keine Mühe, Wirt. Mein gutes Tier versorg ich lieber selber. Gut, so bereite ich euch inzwischen euer Abendbrot. Ihr seht nicht gerade aus, als ob ihr Geld hättet. Wollt ihr eine Brotsuppe oder einen Mehlbrei? Keines von beiden. Hier habt ihr 3 Goldstücke. Bereitet mir das Beste, was eure Küche vorsetzen kann. Da ging er mit seinem Esel in den Stall. Der Wirt aber dachte bei sich, Seltsam, seltsam. Wenn er mir 3 Goldstücke auf einmal gibt, so hat er gewiss noch mehr. Ich wittere etwas. Der Bursche verbirgt ganz gewiss irgendeinen Reichtum. Aber ich werde ihm schon auf die Spur kommen. Und ihm ein paar Goldstücke aus der Tasche ziehen. Nachdem nun der Müllerbursch sein nicht gerade üppiges Mahl verzehrt hatte, sagte der Wirt, Junger Bursch, ihr schuldet mir noch 3 Goldstücke. Ihr habt ja so viel gegessen. Viel war es ja gerade nicht, aber ich will euch zahlen, was ihr verlangt. Meine Taschen sind jedoch gerade leer. Wartet einen Augenblick. Ich will in den Stall gehen und mir Geld holen. Gleich bin ich zurück. Aha.
Im Stall hat er also sein Geld versteckt. Ich muss herausfinden, wo. Ganz leis will ich ihn nachschleichen. Hier, durch das Astloch, kann ich ihn im Stall sehen. Er geht zu seinem Esel und da, was sagt er für ein sonderbares Wort? Bricklebit, Bricklebit. Und Ei der Tausend, was sehe ich? Der Esel speit ja Goldstücke, lauter Dukaten, von vorne und von hinten. Den Esel muss ich mir beschaffen. Ich weiß auch schon, wie ich es anstelle. Der einfältige Müllerbursch wird's nicht merken. Ich habe da einen Esel im Stall. Der sieht genauso aus wie der Goldesel. Wenn alles schläft, stelle ich ihn an seine Stelle und mein ist der Goldesel. So ging der Müllerbursch am nächsten Tag mit dem falschen Esel weiter. Als er zu Hause ankam, freute sich sein Vater und sagte zu ihm, Nun, lieber Sohn, was ist aus dir geworden? Ein Müller, lieber Vater, bin ich geworden. Und ich habe von meiner Wanderschaft einen Esel mitgebracht. Was? Weiter nichts als einen Esel? Da wäre mir doch eine gute Milchziege lieber gewesen. Aber es ist kein gewöhnlicher Esel, Vater. Es ist ein Goldesel. Lade nur alle Verwandten ein. Ich will sie alle zu reichen Leuten machen. Als nun aber alle Gäste neugierig versammelt waren, da regte sich der Riese nicht. Der dritte Sohn war ein Drechsler geworden. Und als seine Lehre zu Ende war, sagte sein alter Meister, Weil du immer fleißig und willig warst, geb ich dir diesen Sack. Es ist ein Knüppel darin. Aber was soll mir der Knüppel nützen? Das will ich dir verraten. Hat dir jemand etwas zuleide getan, so brauchst du nur zu sprechen, Knüppel aus dem Sack. Und sogleich springt der Knüppel heraus und klopft dem Bösewicht so lange aufs Hinterteil und auf den Rücken, bis du sagst, Knüppel in den Sack. Das ist ein gutes Ding. Ich dank euch, Meister. Vielleicht wird er mir auf dem Weg noch nützlich sein. Darauf zog er heimwärts. Eines Tages erhielt er in der Postkutsche einen Brief von seinen Brüdern. Darin erzählten sie ihm, wie der Wirt vom Wirtshaus zur diebischen Elster sie um die schönen Wunderdinge gebracht hatte. Da schwor sich der junge Drechsler, Dem werde ich's heimzahlen. Dort werde ich vorsprechen. Kutscher, setz mich ab! Im Gasthaus zur diebischen Elster! Zur Abendzeit stieg er dort ab, setzte sich in die Stube zum Wirt und fing an zu erzählen. Oh, ich bin weit herumgekommen und habe viel Merkwürdiges gesehen. Es gibt Tischlein, die sich decken, und Goldesel, die sich strecken. Aber was ich in meinem Sack habe, das gibt es sonst nirgends auf der Welt. Ei, was ist das denn? Das werdet ihr gleich sehen. Knüppel aus dem Sack! Da fuhr der Knüppel heraus und gerbte dem Wirt das Fell, das er schrie. Au, 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 hör auf, hör auf, um mich! So, so, au, ja, okay, auf, ja, auf, ja, auf, ja, auf, um mich! Der Knüppel hört nicht eher auf zu schlagen, bevor du nicht das Tischlein deck dich und den Goldesel zurücknimmst. Au, 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 ich will ja alles wieder herausgeben. Ganz gewiss, wenn du nur den Knüppel ruhen lässt. Nun gut, Knüppel in den Sack! Da gab ihm der kleinlaute Wirt die Wunderdinge und am nächsten Morgen zog der Drechsler damit nach Hause. Als der Vater ihn sah, freute er sich und fragte ihn, Nun, mein Sohn, was bist du geworden? Ein Drechsler.
Und ich habe auch etwas ganz Besonderes mitgebracht. Einen Knüppel in dem Sack. Was? Einen Knüppel? Den kannst du dir ja von jedem Baum abschlagen. Oh, einen solchen nicht. Seht nur, mit diesem Knüppel habe ich das Tischlein deck dich und den Goldesel wieder herbeigeschafft. Ruft meine Brüder und alle Verwandten herbei. Sie sollen essen und trinken und sich die Taschen mit Gold füllen. Da kamen sie alle herbei. Und der Müllergeselle sprach: Rieklebiet, mein Esel, Rieklebiet. Und da sprangen die Goldstücke herab. Mehr als jeder tragen konnte. Darauf sprach der Schreinergeselle: Tischlein, deck dich. Und augenblicks standen die köstlichsten Gerichte auf dem Tisch. Da speisten sie und tranken vergnügt bis in die Nacht. Der Schneider aber verschloss Nadel, Faden und Elle in einem Schrank und lebte mit seinen Söhnen in Freuden.